Gute Stimmung trotz Wirtschaftskrise. Auf der diesjährigen Kiosk Europe und Digital Signage Expo, die vom 5. bis 7. Mai in Essen stattfand, trotzte der Handel der wirtschaftlichen Situation und belegte, dass Innovationen im Bereich Terminals, SB-Automaten, Check-in-Kiosks und Digital Signage-Lösungen weiter auf dem Vormarsch sind. Ob auf Flughäfen, im Restaurant oder im Fotoladen um die Ecke, den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Wie groß das Interesse an wirklichen Neuheiten ist, belegen auch die Besucherzahlen. 3.300 Fachbesucher fanden den Weg in die Messehallen, zahlreiche von ihnen aus dem europäischen Ausland. Und besonders wichtig für die großen und kleinen Aussteller waren Kunden mit Entscheidungskraft. 49% der Fachbesucher gehörten der Geschäftsführung ihres Unternehmens an. Damit stieg der Anteil dieser Gruppe um 30%. Aber auch die Endkunden waren stark vertreten und nutzten den Expertentreff, um sich über aktuelle Marktentwicklungen in den verschiedenen Bereichen zu informieren. Auf eine erfolgreiche Tradition blickt inzwischen das Forum auf der Messe zurück, das in diesem Jahr besonders gut besucht war. Welche Innovationskraft die Branche hat, zeigt sich an dem Wettbewerb, der von den Organisatoren ausgeschrieben wird. Hier stimmen Besucher und eine Fachjury darüber ab, welche neuen Ideen besonders zukunftsweisend sind. An den gut besuchten Messeständen luden in diesem Jahr besonders viele Produkte zum Experimentieren ein und erfreuten sich besonderer Beliebtheit beim Fachpublikum. So scheint es sicher, Touchscreens im Restaurant oder auf dem Ladenfußboden werden in Zukunft keine Seltenheit mehr sein. Sehr zur Freude der Aussteller, die sich jetzt schon auf das nächste Jahr freuen, wenn die beiden Messen vom 15. bis 17. Juni wieder unter einem Dach in Essen stattfinden. Und bis dahin wird der Kunde sicherlich die ein oder andere Neuheit schon zu seinem Vorteil nutzen können.